Ja, ich bin hier mit Alec Gagneux, dem Organisator von diesem unglaublichen SummerWEF. WEF, Welt, nein, Wachstum, Erde, Friede und Freiheit. Und er macht das wirklich toll. Das ist so ein Pendant zum WinterWEF. Einfach wirklich im Positiven, wo man auf den Punkt bringt, um was es in unserer heutigen Zeit wirklich geht. Du hast geniale Referenten hier, hattest gestern einen Arzt, der wirklich Klartext spricht und diesen Wissenschaftler von diesem Virusinstitut. Und, vom Tropeninstitut, genau. Ehemaliges Tropeninstitut. Okay, ja. Okay, gut. Und, heute hat er seinen englischen Namen. Genau. Public Health. Das okay. Muss immer Englisch okay, sein. Genau. Nebendran, ja. Aber wo auch eigentlich bestätigt und alles auch in Frage stellt, was im Moment passiert. Genau. Du hast das einfach alles ja, auf die Beine gestellt, wie auch die Mahnwachen. Erzähl uns doch das SummerWEF. Was bedeutet das für dich? Wie siehst du die Welt heute? Was möchtest du damit erreichen? Das sind viele Fragen. Also, ich wurde gestern schon gefragt, siehst du da nicht einfach dunkel, dunkel, dunkel? Und ich habe mir angewohnt, weil ich seit über 20 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit arbeite und sehe, dass der Fußabdruck ständig größer wird. Gestern war der 22. August, das war der Earth Overshoot Day. Das heißt, heute dürften wir bis Ende Jahr nichts mehr konsumieren, wenn wir wirklich die Überlast des Planeten Erde berücksichtigen möchten. Das heißt, wir vererben jedes Jahr wieder mehr Last kommenden Generationen. Und das ist eine Art Weltschmerz, den ich mit mir trage. Ich versuche aber diesen Weltschmerz nicht einfach nur negativ zu werten. Ich versuche gut zu leben, aber ich möchte einen Beitrag leisten, um die Situation zu verbessern. Und da frage ich eigentlich meistens mein Herz, macht es Sinn, das zu machen, ohne zu fragen, gibt es einen Profit daraus, ist der Nutzen für mich gut oder so. Das ist so meine Vorgehensweise, wenn ich ein Projekt anpacke. Das mache ich schon länger so. Ich bin seit ich 30 bin frei arbeiten, freischaffend in der Entwicklungszusammenarbeit. Für mich ist die Schweiz ein Entwicklungsland, weil eben solche Derivate und solche Geschichten in der Schweiz ganz besonders gut möglich sind, die heute Professor Marc Schenne von der Uni Zürich erwähnt hat und auch Ernst Wolf von Berlin hat das so gut erklärt, dass wir eigentlich fokussieren auf einen Virus, den man nicht sieht. Aber hinten dran, hinter der Bühne, hinter dem Vorhang passieren Sachen, die eine Wette ermöglicht auf das Leiden von Tieren, Menschen und Pflanzen. Und was soll man da sagen? Ja? Ja. Es ist tragisch, oder? Und für mich ist ein wichtiger Punkt einerseits die Information, das andere ist die Empathiefähigkeit der Leute. Mhm. Wenn du keine Empathie hast, dann ist dir das einfach egal. Mhm. Und im Moment wird eben die Empathielosigkeit gezüchtet in den Schulen. Man muss stärker sein, besser. Die breiten Ellbogen, die setzen sich durch. Und wenn man dann zum Beispiel an den Künstler denkt, der viel zu früh gestorben ist, mit seinem Lieb, Mani Matter, denjenigen, denen es gut geht, würde es besser gehen, wenn es den Armen besser gehen würde. Wenn die das verstehen würden, die Supermilliardäre, dass es ihnen schlechter geht, wenn es den Armen schlechter geht, dann würde das, was wir heute erleben, diese Extremen von Scheren zwischen Arm und Reich, gar nicht möglich sein, weil sie sagen, ja, ich denke egoistisch, also muss ich schauen, dass es den Afrikanern und den Indern und so weiter gut geht. Und dann habe ich immer noch meinen Maserati. What's the problem? Das sind so die Überlegungen, die ich jeweils mache. Und das World Economic Forum ist halt entstanden mit dem Ziel, das WinterWEF ist entstanden mit einer Zielsetzung und die heißt Committed to Improving the State of the World. Das will ich auch. Genau. Das Problem ist aber, die machen genau das Gegenteil. Ja, genau. Genauso wie wir Mitglied sind von einem Gefäß, das nennt sich Partnership for Peace, die machen genau das Gegenteil. Weshalb sind wir NATO-Mitglied? Eine der größten kriminellen Organisationen, die es gibt, die Mord und Totschlag veranstaltet und die großen Medien versuchen, das noch positiv darzustellen. Also es gibt so viele Themen, man kann 5G nennen, es ist alles Teil von einem Puzzle, das die Menschen immer mehr unterdrückt, die Natur zerstört. Das wurde auch von Marc Schenne heute ganz klar dargelegt. Und wir müssen hinter dem Vorhang schauen. Und das ist jetzt das Ziel vom WEFF, also ja, ja. Sinnvolles Wachstum für Erde, für Mutter Erde, für Frieden und für Freiheit. Und bei Freiheit habe ich vor allem
die Unabhängigkeit der Menschen im Kopf und die Unabhängigkeit der Menschen ist nötig, um überhaupt eine Demokratie möglich zu machen. Wenn wir erpressbar sind durch unsere Einnahmen, damit wir unsere Familien durchbringen, damit wir die Schulden, die wir haben, begleichen können, dann haben wir keine Demokratie, weil man kann uns ständig erpressen. Ja, so. Wenn du das machst, dann gibt es Arbeitslosigkeit, dann bist du weg. Und deshalb sagen wir ja zu Kriegsmaterialexporten, wir sagen wahrscheinlich ja zu irgendwelchen Schummeleien der Großkonzerne, der Banken und so weiter. Es geht einfach so weiter. Und deshalb brauchen wir eine Vorgehensweise, die die Menschen befreit, unabhängiger macht. Ja, das ist eine meiner Motivationen. Genau, aber es geht auch wirklich darum, dass man uns erinnert, wer wir wirklich sind. Das ist die große Einladung an die Menschheit, dass wir wirklich nicht das sind und dass wir diese Verbindung sind mit allem, was lebt. Ja, genau. Und wir sind kooperative Wesen. Genau. Eigentlich von Geburt aus sind wir kooperative Wesen. Und wir werden gezüchtet zum Konkurrenzkampf. Genau. Ich muss besser sein, stärker sein, schneller sein. Aber dann bist du ja einverstanden. Wenn man das sieht, dann denkst du ja, ist es ja eigentlich fantastisch, was im Moment passiert. Dass diese Aufklärung, dass eigentlich dieser Morast jetzt an die Oberfläche kommt, dass man sieht, was da hinten sich abspielt. Da wäre ich etwas vorsichtiger, weil wir gehören im Moment noch zu denjenigen, die das Buffet ist bereit, bald ist Mittagessen und wir wissen, wir haben keinen Mangel. Aber wir können Sachen bewegen. Wir können Sachen bewegen. Ja, klar, aber es geht natürlich auch darum, dass wir verstehen, dass so wie es jetzt hier in Davos aussieht, dass das eine Moment- und eine geografisch eingeengte Sicht ist. Aber wir müssen doch versuchen, global zu schauen und zu schauen, wem geht es eigentlich schlecht, und diesen Zustand zu verändern. Und wir müssen Empathie haben. Ich muss Empathie, nicht wir müssen. Ich muss Empathie entwickeln für meine Freundinnen und Freunde in Westafrika zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe, dass die Situation dort besser wird, nicht schlechter, weil sonst flüchten die ja wieder da, müssen die wieder zu uns kommen. Und es gibt einen ganzen Rattenschwanz von Symptomen, die wir rein symptomatisch mit IKRK und solchen Wahnsinnsgeschichten versuchen zu bekämpfen, anstatt dass wir sagen, wir müssen ursachenbezogen handeln. Das bin ich absolut mit dir einig. Was ich einfach glaube, ist, dass die Menschen das nicht können, wenn sie in der Angst sind vor sich selber oder vor... Es geht eigentlich darum, dass wir die Liebe in uns als erstes entdecken. Und wenn du sie dann hast, dann kannst du solche Sachen organisieren. Du kannst es vorher gar nicht, weil du bist ja zu fest beschäftigt mit dem, was so dich davon abhält, irgendwas zu tun. Und darum ist das eine schöne Einladung, weil schlussendlich geht es um das Wachstum, dass wir uns erinnern, wer wir sind. Das innere Wachstum, oder? Genau. Deshalb sage ich, sinnvolles Wachstum ist ja auch geistiges Wachstum. Ja, genau. Und das habe ich hier symbolisiert. Du sagst von der Liebe. Die Sonne von Sommer hier, das repräsentiert die Liebe. Aber wir dürfen eben den Mond nicht vergessen. Und das repräsentiert die Weisheit und die langfristige Denkweise. Und wir machen ständig nur, wenn du nur Liebe machst, dann machst du einfach nur Hilfsprojekte, die symptomatisch sind. Das reicht nicht. Wir müssen eben die Liebe kombinieren mit der Weisheit. Und dann können wir endlich die Hilfsprojekte beenden. Die sogenannte Philanthropie können wir streichen, weil die Leute auf eigenen Füßen stehen können. Ja, genau. Es geht ja eigentlich darum, dass wir eben diese Eigenverantwortung auch in diese Länder bringen und ihnen wieder sagen, ihr habt das alles, ihr habt die Länder, ihr habt den Humus, ihr könnt das wieder kreieren. Genau. Wir verstehen uns, Alec. Ja, ich denke schon. Ja, ich danke dir wirklich für das, was du machst. Das ist echt fantastisch. Schön, dass ihr von der Westschweiz hierher gekommen seid. Ja. Ich freue mich sehr darüber. Ja. Und ich denke, wir begegnen uns wieder, weil es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun, wir sind zusammen, das ist super. Und danke. Danke, herzlich. Namaste. Namaskar. Namaste. Danke.